Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen dieses Mal Epi Story. Ich hoffe, das ist kein Spiel mit 500 Spielstunden, weil ich bin nicht dafür bekannt, dass ich Projekte wirklich vollende bzw. durchspiele, bis auf Outlast bisher. Und Grey. Und daher gucken wir einfach mal, wie sich dieses Spiel entwickelt. Ich habe das auf der Gamescom im Indie-Bereich kennengelernt und hab's mich auch gleich drin verliebt. Und bevor wir jetzt noch groß hier rumschweifen, starten wir gleich mal ein neues Spiel. Ein paar Details klären wir dann während des eigentlichen Zockens. Once upon a time. It was the best of times. It was the worst of times. There was a girl. And she rode upon the back of a great fox. But they were lost. They had always been lost. Until a path appeared. And so she followed. Ja, hier haben wir schon ein kleines Tutorial. Man kann mit WASD oder mit EF und JI hier diesen Fuchs bewegen. Ich persönlich bin bei WASD geblieben, weil es einfach das naheliegendste war und das gewohnteste. All of a sudden, she knew where she was. She was home. The woods had sheltered her as a child. Ich bin gerade noch ein bisschen still, weil ich nicht weiß, wann die Alte quatscht. So, und hier haben wir schon eines der grundlegenden Spielmechanismen, da das ja ein Typing-Adventure ist, ein Text-Adventure ist, brauchen wir hier bei diesem Spiel keinerlei Maus. Wir brauchen bloß unsere Tastatur und ein paar schnelle Finger. Wir haben jetzt hier diesen umgefallenen Baumstamm und den kriegen wir aus unserem Weg, indem wir die Leertaste drücken, wie auch schon steht. Somit sind wir jetzt im Schreibmodus und durch Tippen des Wortes, das jetzt hier auf dem Monitor angezeigt wird, wird letztendlich dieser Gegenstand zerstört. Also wenn ich jetzt hier Brett eintippe, dann passiert Folgendes. Und ihr habt gerade gesehen, aus diesem Baumstamm kamen gerade auch irgendwelche Fliegedinger heraus. Die letztendlich sammelt man ein, um sich damit auch Fähigkeitspunkte zu kaufen. Beziehungsweise, ja, wie hier auch gerade steht, Inspirationspunkte sind das. Ich gehe hier immer mal wieder, das wird über das ganze Let's Play so laufen, mal in diesen Schreibmodus, um auch einfach zu entdecken, was man hier alles mit der Umgebung machen kann. Und hier haben wir jetzt, sag ich mal, einen Teleportationsbereich. Wie man jetzt genau nennt, weiß ich hier auch nicht. Auf jeden Fall nehme ich hier noch ein paar Inspirationspunkte mit und schauen hier gleich mal weiter. Genau. Diese Inspirationspunkte helfen uns dabei, Verbesserungen zu erlangen. Hier im Tab-Menü kann man schon mal zwei Stück von diesen Verbesserungspunkten sehen. Die Geschwindigkeit einmal, wo wir auch gleich rein investieren. Eindringlichkeit lasse ich kurz mal weg, weil ich weiß, was jetzt da noch als nächste Verbesserung gleich noch kommt. Da ich jetzt mittlerweile diesen Teil auch, glaube ich, schon 5-mal oder so gespielt habe, also auf der Messe 2 oder 3-mal und jetzt hier auch noch mal ein paar Mal. Und daher weiß ich jetzt auch, was ein bisschen gleich hier noch geschieht. She remembered discovering precious stones.
she would have to burn the brambles before she could pass through them. Dieses Gestrüpp kann man jetzt, also ich kann jetzt gerne mal in den Schreibmodus gehen und da seht ihr jetzt gerade irgendwelche Zeichen, die kann man jetzt nämlich noch nicht, also die Blockade kann man jetzt im Moment noch nicht lösen, da man noch nicht die Feuerfähigkeit haben. Kleiner Spoiler, die bekommen wir jetzt innerhalb der nächsten 10 Minuten. Hier haben wir gerade einen Teil aufgesammelt. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr, was das war. Jedenfalls haben wir hier einen neuen Punkt, den wir vergeben können. Nämlich gleich bei Sprinten und Eindringlichkeit machen wir auch noch gleich fest. So, jetzt können wir nämlich durch das Drücken der Shift-Taste sich hier schneller fortbewegen. Und das kommt einem sehr zugute. So, hier kommen wir aber her. The more she remembered, the stronger she felt. Dangers awaited beyond the forest. Sensing a terrible wrongness, she looked up. Und ich habe jetzt gerade auch gesehen, scheinbar kostet es Inspirationspunkte, um diese Portale zu betreten. Kapitel 1, Signalfeuer. Had a star died? Had the moon fallen? She didn't know, but she wasn't home anymore. Chitinous chattering creatures began to appear. So, das ist ein, ich sag mal, ein Zwischenbosskampf. Also letztendlich ist das nichts Schwieriges. Aber wie ihr seht, das ist noch relativ Pillepalle. Ich bin gespannt, wie es dann später noch wird. Glänzend gepanzerte, klappernde Geschöpfe erschienen, insektenartige Dinge, die ihr schaden wollten, mit ihren Sichelklauen, mit ihren klitschenden Mäulern. Sie sollten nicht hier sein. Alle zerstörbaren Gegenstände. Alle zerstörbaren Gegenstände, wollte ich sagen, sind hier auch mal ein bisschen am Aufleuchten, wenn man genau hinschaut. Also hier zum Beispiel. Hier hätte ich fast uns übersehen. Also es ist wieder eines dieser Gestrüppe, die man im Moment noch nicht öffnen können, noch nicht zerstören können. Und das ist das Meteoritenloch. Also wie gesagt, bisher ist das noch gar nicht wirklich blind. Auch das brennende Tal nicht. She found herself alone, lost in darkness. So, wir können gleich mal ein bisschen sprinten. Wicked things crept from its dark. Briar and bramble blocked the path. Ancient paintings covered the walls. Telling the story of another world. Perhaps another life. Loneliness seeped out of them. Daddy, look! Don't die if we don't save them. Closed in around her, suffocating.
Hier kommen noch gleich Viecher. Genau. Die können wir jetzt noch nicht töten, daher heißt es einfach weglaufen. So. She saw something across the lava. Power which the meteor could not destroy. Und somit haben wir auch die Feuerfähigkeit. Und können jetzt die brennende Gestrüppe auch zerstören. Und somit öffnen sich auch wieder neue Wege. Es ist sehr schwierig zu kommentieren, weil immer dazwischen gequatscht wird. Wobei man auch sagen muss, es tut der Atmosphäre echt gut. Also. Ich bin auch noch sehr gespannt, wie sich das noch entwickeln wird hier. Du hast eines der Sammelsegmente gefunden. Drücke Tab, um es anzuzeigen. Sammeln sie alle, um das gesamte Bild zu sehen. Okay, also eins von drei. Zwei brauchen wir somit noch. Also hier sehen wir auch eines der Spielmechanismen, die ich bisher kennenlernen durfte. Wir haben hier diese Tore und diese zwei Feuerpötte, sag ich jetzt mal. Und damit sich das Tor öffnet, muss ich diese zwei Wörter relativ schnell hintereinander auch tippen, damit die Tür sich öffnet. Also ihr seht, jetzt war ich für das Gezündel zu langsam und demnach hat sich auch die Tür nicht geöffnet. Mit Feuermagie wird das nächste Wort eines Feindes verbrannt. Wenn du wartest, musst du es nicht tippen. Was damit gemeint ist, das sehen wir jetzt auch gleich. Weil jetzt kommt der etwas größere Bosskampf, sag ich jetzt mal. Der aber auch noch relativ easy zu meistern ist. Ich warte jetzt mal kurz. Ihr seht jetzt das Wort üben. Das wird immer roter, bis es letztendlich verbrennt. So, das können wir jetzt verbrennen lassen, einfach sparen wir uns ein bisschen Getippe. So, und das war schon der erste Bosskampf. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich es auch auf der Gamescom gespielt. Das war praktisch die Demo. Und an dieser Stelle würde ich auch die Folge hier erstmal beenden. Ja, wie gesagt, bisher war es noch nicht wirklich blind, jetzt danach dann eher schon wieder. Ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie so ein Text-Typing-Adventure gespielt. Das war mir überhaupt erst neu. Aber
Ich weiß, ich finde es eigentlich recht spannend. Auch hier die Aufbereitung von dem Spiel finde ich irgendwie ziemlich schön und es ist ziemlich atmosphärisch auch. Gut, vielen Dank fürs Zugucken bei dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Epistory. Vielen Dank.